Teile ich einmal meinen Bildschirm. Ich hoffe, es funktioniert. Ich glaube, Sie sehen jetzt die Präsentation. Genau, passt. Gut. Super, danke. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich besonders, vor allem auch in der Kooperation mit Südwind den Vortrag machen zu dürfen, so wie wir gestern beim Telefonat gesprochen haben, schätze ich Südwind schon sehr, sehr viele Jahre. Bin eben so 1991 aufs Thema Ernährung mit dem Aspekt auch die globalen Verbindungen, also nicht nur der gesundheitliche Aspekt, sondern auch die anderen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen gestoßen und dadurch eben auch auf Südwind bzw. auf den Vorläufer sozusagen von Südwind. Genau. Ja, und zum Thema Superfood bin ich so gekommen, Sie haben schon angesprochen in der Einleitung, danke auch für diese nette Vorstellung, dass ich vom Verlag gefragt worden bin, ob er ein Buch zum Thema Superfood schreiben soll und ich zuerst einmal gestockt habe, weil ja, Superfoods ich grundsätzlich jetzt nicht so befürwortet habe oder sinnvoll erachtet habe. Und als der Verlag gemeint hat, nein, es geht um eine kritische Beleuchtung des Themas, habe ich dann eben zugesagt und durfte mit drei Kolleginnen das Thema beleuchten, wobei mein Part der Part des nachhaltigen Aspektes war. Ja, weiß nicht, ich kenne jetzt die Altersstruktur nicht von Ihnen allen, die jetzt zuhören und zuschauen. Ich kann mich aber noch erinnern, vor vielen Jahren mittlerweile, wenn ich sage vor 10 Jahren, dann sind sicher schon 20 Jahre her, war ja ganz aktuell der PUR-D. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, ganz im Trend als das Gesundheitselixier. Und einige Jahre später zum Beispiel der Apfelessig. Und dann ist es ja nicht nur beim Apfelessig als solches geblieben, sondern es hat dann auch Kapseln daraus gegeben, es hat diverse Bücher dazu gegeben. Das heißt eigentlich Superfoods und Superfoods, der Begriff ist jetzt eigentlich immer unter Anführungszeichen auch zu sehen, gibt es eigentlich schon sehr lange, aber diesen Begriff erst seit wenigen Jahren. Ja, was sind eigentlich Superfoods? Entweder Superfood oder Superfoods, wenn man jetzt die einzelnen Lebensmittel meint. Damit werden vor allem pflanzliche Lebensmittel benannt, die einen, ich sage jetzt mal, angeblichen Gesundheitsvorteil haben, beziehungsweise mit diesem Aspekt vermarktet werden. Und gleich vorausgeschickt, es gibt jetzt wissenschaftlich und auch gesetzlich keine einheitliche Definition von Superfood oder Superfoods. Das heißt, es gibt da auch keine rechtlich bindenden Kriterien im Vergleich zum Beispiel zum Thema Functional Food oder Novel Food. Was hier in der rot eingerahmten Grafik dargestellt wird und was ich damit zeigen möchte, ist, dass es sehr, sehr viele, mittlerweile sehr, sehr viele Beiträge auch unter PubMed, unter dieser wissenschaftlichen Datenbank zum Thema Superfood gibt. Wenn man schaut, allein in den 20 Jahren von 2000 bis 2021 ist da eben ein großer Anstieg passiert, aber vor allem, wie gesagt, weil es diesen Begriff ja auch noch nicht so lange gibt. Was ich jetzt noch ergänzen möchte zu dem, was ich schon gesagt habe, dass es eigentlich jetzt keine wirkliche wissenschaftliche Definition oder rechtliche Definition gibt, was Superfoods sind. Grundsätzlich gibt es ja die Health Claims Verordnung, in der genau deklariert ist, wann ein Lebensmittel wirklich mit gesundheitlichen Wirkungen beworben werden darf. Wenn Sie sich vielleicht auch erinnern, vor, ich sage jetzt einmal 10 Jahren, ist auf einer bestimmten Margarine zum Beispiel noch oben gestanden, Cholesterin senkend, beziehungsweise auf manchen Pflanzenölen auch, was grundsätzlich ja stimmt. Aber in dieser Health Claims Verordnung ist es so deklariert, dass diese wissenschaftliche Wirkung oder diese gesundheitliche Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen sein muss. Und darum sind auch einige dieser Beschreibungen, also dieser
Werbung von vielen Lebensmittelverpackungen verschwunden. Und drum eben auch bei den Superfoods kaum ein Superfood, was man jetzt auch darunter versteht, wo wirklich jetzt gesundheitsfördernde Aspekte, Wirkungen auf der Verpackung angeführt sind, beziehungsweise nicht angeführt sein dürfen, wenn diese eben nicht wirklich nachgewiesen wurde durch verschiedene Studien. Ja, ich glaube, wenn wir von Superfoods sprechen, dann wären Ihnen auch so Begriffe oder Lebensmittel wie die Acai-Beere oder Algen, Aloe Vera, die Avocado, Kia oder Chia, je nachdem, wie man es ausspricht, Samen, die Chlorella-Alge, die Goji-Beere oder Moringa oder Noni oder die Kokosnuss einfallen. Das sind so die aktuell sehr bekannten Superfoods und diese können eben in getrockneter oder gemahlener Form, also als Pulver gekauft werden oder sie werden auch als Säfte oder Drinks oder Tees angeboten oder auch als Zusatz in Lebensmitteln, so wie die Chiasamen zum Beispiel in verschiedenen Gebäcksorten schon erhältlich sind. Im Grunde gibt es auch schon lange dieses Karottenbrot. Karotten zählen ja zu den heimischen Superfoods. Und was natürlich jetzt sage ich einmal für die Lebensmittelindustrie vor allem von Vorteil ist, diese Superfoods werden auch als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln zum Beispiel angeboten. Ja, grundsätzlich sind diese Lebensmittel ja durchaus empfehlenswert in einer gesunden oder adäquaten Ernährung. Und die wertgebenden Inhaltsstoffe sind eben entweder die Fette, wenn ich jetzt an Öle, pflanzliche Öle denke oder an die Samen, Leinsamen sind es vor allem die ungesättigten Fettsäuren, dann die Ballaststoffe, die ja gerade in Obstgemüsesorten reichlich, mehr oder minder reichlich enthalten sind, Vitamine, Mineralstoffe und vor allem auch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Auf die möchte ich heute etwas näher eingehen, weil die vielleicht nicht so häufig beschrieben werden wie jetzt auch Vitamine oder Mineralstoffe und die vor allem auch so dieser Benefit von Superfoods, wenn es jetzt solche gibt oder wenn man sie so benennen darf, ausschlaggebend sind. Das heißt, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe sind jetzt Inhaltsstoffe von Pflanzen. Das sind Farbstoffe. Wenn Sie gerne Rotwein trinken, werden Sie sofort wahrscheinlich an den Rotwein denken und diese gesundheitsfördernde Wirkung vom roten Farbstoff, von den Flavonoiden im Rotwein, was grundsätzlich stimmt, aber diese roten Farbstoffe hat man auch in anderen nicht alkoholischen Obst- und Gemüsesorten. Es sind Duft- und Aromastoffe, wenn Sie an die Zwiebel zum Beispiel denken, Knoblauch, was für uns manchmal auch als unangenehm wahrgenommen wird oder als scharfen, stechenden Geruch. Diese Duftstoffe oder Aromastoffe dienen ja der Pflanze entweder als Lockmittel oder auch als Abwehrstoff, also als Schutzstoff für die Pflanze selbst. Und diese Duft- und Aromastoffe haben aber auch für unseren menschlichen Organismus durchaus sehr positive Wirkungen. Dann gibt es eben Wachstumsregulatoren, die eben auch als sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe gelten. Ich habe schon genannt Abwehr von Fressfeinden zum Beispiel. Jedenfalls ist es eine sehr unterschiedliche, eine Gruppe mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften und eine sehr umfangreiche Gruppe. Und es sind sicherlich noch nicht alle sekundären Pflanzeninhaltsstoffe überhaupt bekannt und erforscht, so wie es ja auch erst in den letzten 30 Jahren eigentlich wirklich erkannt und erforscht worden sind. Und diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe haben eben gesundheitsfördernde, aber auch manche gesundheitshemmende oder, sage ich mal, für den Organismus nicht so wertgebende Wirkungen.
Ich habe Ihnen hier als Beispiel die Monoterpene reingenommen, die Sie wahrscheinlich vom Geruch und Geschmack her kennen, vom Lavendel. Manche mögen den Lavendelduft, manche mögen ihn nicht. Oder auch von Oregano oder Thymian. Da fällt dann vielleicht gleich die Pizza ein oder Pasta-Gerichte. Das sind eben gerade diese Duftstoffe, sind eben diese Monoterpene, die also und die, da gibt es wieder Untergruppen wie beim Lavendel des Linalool. Und Sie sehen hier direkt im Lavendel, im wirklich reifen, in der reifen Lavendelblüte haben wir da einen Gehalt von 30%. Im Tee reduziert sich dann schon dieser Anteil. Aber er ist eben noch enthalten und man hat eben dieses blumige, würzige, zitronige Aroma und jetzt die positiven Wirkungen auf unseren menschlichen Organismus, wie eben auch teilweise für die Pflanze selbst, ist oder die Wirkungen sind, dass der Lavendel bakterizid wirkt, das heißt gegen Bakterien hemmend oder durchaus auch bei einer Infektion dann den Genesungsvorgang beschleunigend, sedativ, also beruhigend, angstlösend, wie Sie wahrscheinlich wissen, gerade in Abendtees oder Beruhigungstees ist auch Lavendel enthalten und auch eine blutdrucksenkende Wirkung, was da ja auch mit angstlösend, sedativ einhergeht. Das Carvacrol, das jetzt im Oregano oder in Thymian enthalten ist. Sie sehen, der Oregano ist da sehr reich an diesem sekundären Pflanzeninhaltsstoff, hat eben diese, was wir eben, also es gibt von der Beschreibung her noch wenig Worte dafür, weil es eben typisch fürs Oregano ist und wir damit auch die Pizza assoziieren, wirkt eben auch antibakteriell, ist eben sozusagen ein pflanzeneigener Abwehrstoff gegen Feinde, gegen Parasiten auch, wirkt im Körper entzündungshemmend und antikanzerogen, was bedeutet auch krebsvorbeugend beziehungsweise hemmend auf Krebszellen. Und ich habe Ihnen hier die ganze Übersicht dieser sekundären Pflanzenstoffe aufgelistet. So mit ihren Wirkungen und ihrem Vorkommen und die Flavonide, die ich schon angesprochen habe, im Rotwein. Sie sehen hier stellvertretend für den Rotwein sind die Beeren, die Trauben auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn ich rote Trauben esse, habe ich auch diese Wirkung wie im Rotwein. Habe diese Flavonide eben auch in Zitrusfrüchten, eben in allen dunklen Beeren. Drum sind ja gerade Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren sehr reich an diesen Flavonoiden. Aber auch im grünen und roten Gemüse, auch im Tee haben wir die Flavonoide enthalten, im Kakao. Sehr gerne wird ja dann auch bei der Schokolade der Flavonoidgehalt genannt. Ja, in sehr nanomäßigen Mengen haben wir hier auch diese gesundheitsfördernde Wirkung, aber jetzt nicht im großen Ausmaß. Und diese Flavonoide wirken positiv eben vorbeugend gegen gewisse Krebserkrankungen, positiv auf das Herz-Kreislauf-System und eben antioxidativ. Wie Sie wissen, antioxidativ bedeutet immer, wenn wir, also Stress, das kann jetzt einerseits psychischer Stress sein, aber auch körperlicher Stress durch körperliche Überlastung oder durch den Einfluss von Umweltfaktoren, wie jetzt also Treibhausgasemissionen, entstehen eben freie Radikale in unserem Körper. Und die können eben Zellen schädigen, was dann eben zu Krebserkrankungen führen kann oder auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Antioxidantien, wie eben diese sekundären Pflanzenstoffe, aber auch Vitamine, Mineralstoffe, können sozusagen diese freien Radikale abfangen und somit unschädlich machen. Und je mehr wir von diesen positiven antioxidativen Stoffen aufnehmen, desto besser können wir uns dann gegen diese Erkrankungen auch schützen.
Dann gibt es eben die Carotinoide und die Terpene. Die Carotinoide sind vor allem auch farbgebend jetzt in der Karotte, in der Tomate, also auch im roten, orangen Gemüse, wie eben auch im Kürbis, aber kommen genauso auch in grünen Gemüsesorten oder in Zitrusfrüchten vor. Und auch hier gibt es eine positive Wirkung gegen Krebserkrankungen, vor allem bei Prostatakrebs. Dann die Phenole und Phenolsäuren, die vor allem auch wieder positiv gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken und das Immunsystem stärken. Die sind eben auch wieder im grünen, roten Gemüse enthalten, auch wieder in roten und dunklen Beeren, Zitrusfrüchten, im Kaffee und Tee, wobei hier vor allem der Grüntee auch gemeint ist oder der weiße Tee, aber auch Schwarztee. Sulfide und Saponine sind vielleicht die Stoffe, die uns geschmacklich nicht unbedingt immer so erfreuen. Wenn Sie an Bohnen denken, haben Sie vielleicht manchmal auch so ein bisschen diesen seifigen Geschmack im Mund. Das sind eben diese Saponine, das sind eben Seifenstoffe. Aber wenn Sie vielleicht diesen Geschmack einmal wahrnehmen, dann denken Sie an die positive Wirkung, dass das eben wertgebende Inhaltsstoffe sind, die eben auch wieder Immunsystem stärkend sind, also gegen Infektionen, auch wieder antioxidativ, also gegen Krebserkrankungen und auch eine blutdrucksenkende Wirkung zeigen. Und die Sulfide habe ich zu Beginn schon genannt, die kommen vor allem in Lauchgewächsen, Zwiebelgewächsen vor, im Knoblauch auch. Und die Phytoöstrogene, die sind wahrscheinlich auch bekannter. Die Phytoöstrogene gibt es ja auch direkt schon als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, auch in Apotheken erhältlich, vor allem gegen Beschwerden bei Frauen in den Wechseljahren. Diese Phytoöstrogene haben eben eine ähnliche chemische Struktur wie die weiblichen Sexualhormone, die Östrogene, und werden dadurch eben auch als Hormonersatztherapie teilweise eingesetzt, beziehungsweise können eben Beschwerden in den Wechseljahren lindern helfen. Und vorbeugend können sie eben auch vor gewissen Krebserkrankungen, vor allem eben auch Brustkrebs beispielsweise, schützen. Und diese Phytoöstrogene kommen vor allem in den Hülsenfrüchten vor. Soja ist jetzt ein klassischer Lieferant der Hülsenfrüchte und die Produkte daraus, aber auch unsere heimischen Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, die diversen Bohnensorten sind eben hier reicher an Phytoöstrogenen. Und dann haben wir noch die Glucosinolate, die vor allem in Kohlgemüsesorten enthalten sind, ja, wie Rosenkohl, also Kaffeeol, Kohlrabi und allen möglichen Kohlsorten, die eben auch wieder antikanzerogen, also gegen Krebserkrankungen wirken, auch erhöhte Cholesterinwerte senken können und auch wieder, hier steht, gegen Erkältungen, weil sie eben auch das Immunsystem stärken können. Sie sehen schon eine Vielzahl an verschiedenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die eben eine große Bedeutung für unseren Organismus haben mit sehr positiven gesundheitsfördernden Wirkungen. Und wenn Sie jetzt auf die untere Zeile Vorkommen schauen, dann kann man eigentlich zusammenfassend sagen, die Empfehlung wäre, reichlich Obst, Gemüse, pflanzliche Lebensmittel, eben auch Hülsenfrüchte, Getreide sind hier jetzt nicht direkt aufgezeigt, aber sind eben auch Lieferanten für sekundäre Pflanzenstoffe zu konsumieren. Das deckt sich ja auch mit unseren allgemeinen gesunden Empfehlungen, also Empfehlungen zu einer gesunden Ernährung, wo die Basis ja auch genau diese Lebensmittel sein sollen. Phytoöstrogene habe ich schon genannt. Sie sehen hier bei der Tabelle mit dem Anteil an Isoflavonen, das wären eben so, wäre eine Untergruppe der Isoflavone, dass hier die Sojabohne den höchsten Anteil hat. Da möchte ich ergänzen, weil ich die Sojabohne immer auch kritisch betrachtet habe und teilweise auch betrachte, wenn ich hier die heimische Variante der Sojabohne, wir haben einige Soja
Produzenten oder Landwirte, die Sojabohne anbauen, auch in Österreich, wenn die dann auch noch im ökologischen Landbau aufgezogen werden, jetzt würde ich schon aufwachsen sagen, dann spricht nichts gegen die Sojabohnen. Ansonsten wäre wieder dieser nachhaltige Aspekt zu überlegen, die Transportwege und grundsätzlich eben auch die Anbauweise. Was ich vielleicht vor noch unterschlagen habe bei den Phytoöstrogenen, ihnen wird eben auch eine positive Wirkung bezüglich Knochendichte, also vorbeugend gegen eine Osteoporose nachgesagt. Da gibt es natürlich viele Studien jetzt im asiatischen Bereich, wo natürlich die Ernährungsweise grundsätzlich eine andere ist, für geringerer durchschnittlich ein geringerer Fleischanteil, ein wesentlich höherer Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln und vor allem von Geburt an ein sehr hoher oder fast von Geburt an, also vom Kleinkind an, ein sehr hoher Konsum jetzt an Soja und Sojaprodukten. Wie Sie aber sehen, diese Phytoöstrogene kommen auch im Vollkorn vor, Vollkorngetreide und auch im Leinsamen. Und es gibt auch einen phytoöstrogen-ähnlichen Stoff, der in der Biomilch vorkommt, also jetzt wirklich speziell in Milch aus biologischer Landwirtschaft. Ja, und die verschiedenen Funktionen und Wirkungsweisen habe ich Ihnen vorher auch schon großteils genannt. Das heißt, wirklich von hinsichtlich positiver Wirkung auf den Blutdruck, das heißt gerade auch bei einem erhöhten Blutdruck, die krebshemmende Wirkung, entzündungshemmende Wirkung, die antibakterielle Wirkung, eine immunsystemstärkende Wirkung, eine cholesterinsenkende Wirkung, kann man jetzt eben zusammenfassend für diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe nennen. Ja, ich habe vorher schon beim Produkt Sojabohne diesen nachhaltigen Aspekt angesprochen und möchte jetzt gerne ein paar ausgewählte Superfoods jetzt aus gesundheitlicher und nachhaltiger Sicht beleuchten und auch jeweils den Vergleich exotisches oder importiertes Superfood versus heimischer regionaler Alternative. Aber davor würde ich gern mit Ihnen gemeinsam noch so den Begriff nachhaltige Ernährung definieren, weil wir vielleicht auch Unterschiedliches darunter verstehen. Meistens denkt man bei Nachhaltigkeit und nachhaltiger Ernährung jetzt an eine klimafreundliche, umweltschützende Ernährung, umweltschonende Ernährung, was durchaus auch stimmt. Aber es gibt noch mehr Aspekte, die eine nachhaltige Ernährung beinhalten. Einerseits eben diese Gesundheitsverträglichkeit jetzt für mich persönlich, für das Individuum, da könnte man jetzt eben auf diese einzelnen Inhaltsstoffe fokussieren, aber auch global gesehen für die Bevölkerung weltweit. Und da braucht es ja mehr als einzelne Inhaltsstoffe in Lebensmitteln für die Gesunderhaltung. Da kommt natürlich die Umwelt auch mit ins Spiel, da kommt auch die Sozialverträglichkeit mit ins Spiel. Habe ich genügend Einkommen, um mich ausreichend zu ernähren, zu versorgen? Das heißt, die Sozialverträglichkeit wird gleichwertig betrachtet wie die Gesundheitsverträglichkeit, ebenso gleichwertig die Wirtschaftsverträglichkeit. Jetzt auch wieder individuell kann ich mir eine adäquate Ernährung leisten und auch gesellschaftlich gesehen, was macht eine Ernährungsweise oder Ernährungsempfehlungen auch jetzt hinsichtlich der regionalen Wirtschaft oder Wirtschaft eines Landes und natürlich die Umweltverträglichkeit. Und 2015 hat man eben auch noch diesen Begriff der Kultur dazu genommen, wo einerseits jetzt die kulturelle Vielfalt der Ernährung und Lebensmittel mit einbezogen wird, aber auch die Esskultur, das heißt, wie esse ich nebenbei im Stehen, im Gehen oder setze ich mich mit der Familie an den schön gedeckten
Esstisch, das macht ja auch was sozusagen mit unserer Gesundheit, wenn ich in Ruhe esse. Und dieser Begriff der nachhaltigen Ernährung wurde eben schon Anfang der 1980er Jahre, vor allem von Dr. Körber, Leitzmann und Männle, Ernährungswissenschaftler an der Uni Gießen, am Institut Ernährungswissenschaft konzipiert. Es gibt dazu eben auch das Buch Vollwerternährung, was eben neben den gesundheitlichen Aspekten eben all diese weiteren Aspekte beleuchtet und die Zusammenhänge und diese Komplexität. Vielleicht dazu würde ich gerne eine Episode, eine persönliche erzählen. Ich durfte im Rahmen meiner Ausbildung damals zur Diätologin und ich habe meine Diplomarbeit zum Thema vegetarische Ernährung als einer dieser Leitsätze der Gießener Vollwerternährung geschrieben und durfte dann am Institut von Professor Leitzmann für 3 Wochen vor Ort sein. Und war für mich auch spannend, denn im Erdgeschoss war sozusagen waren auch Ernährungswissenschaftler, aber mehr mit diesem chemischen Aspekt. Da war man der Meinung, Vitamin C hat einfach diese chemische Struktur und es ist egal, ob ich es jetzt in Pulverform als Nahrungsergänzung aufnehme oder in Form beispielsweise eines Apfels. Einen Stock darüber war sozusagen die Abteilung der Vollwerternährung unter den Ernährungswissenschaftlern. Da hat man haben wir schon die Meinung vertreten, das Vitamin C kann anders oder besser auch aufgenommen werden vom Körper, wenn man es im ganzheitlichen Verbund, also in dieser natürlichen Form im Lebensmittel aufnimmt. Und viele Jahre später ist man auch großteils jetzt allgemein in der Ernährungswissenschaft oder vertritt man die Meinung, dass es sinnvoller ist, die Inhaltsstoffe im natürlichen Verbund in Lebensmitteln aufzunehmen, als jetzt extrahiert in Form von Pulver oder Kapseln oder was auch immer. Ja, und die 7 Grundsätze der nachhaltigen Ernährung sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Ich möchte sie trotzdem hier noch einmal erwähnen. Ganz wichtig und an erster Stelle sollte unser Essen uns schmecken und uns auch gut tun, also bekömmlich sein, denn egal welche Ernährungsweise oder Diät, wenn sie uns nicht schmeckt und wenn sie uns nicht gut tut, werden wir sie nicht langfristig leben, nicht langfristig ausführen. Das heißt, es ist immer ganz wichtig. Dann die Bevorzugung von pflanzlichen Lebensmitteln, dann die Bevorzugung von gering verarbeiteten Lebensmitteln, dann die Bevorzugung von Lebensmitteln aus ökologischer oder biologischer Landwirtschaft, dann der Aspekt Regionalität und Saisonalität, vor allem auch in dieser Kombination. Warum in dieser Kombination? Ich bleibe jetzt gleich hier hängen. Wir können ja auch Tomaten durchaus, österreichische Tomaten im Winter kaufen, dann könnte man sagen, ist regional. Muss jetzt aber ökologisch nicht unbedingt so positiv sein, wenn zum Beispiel das Treibhaus, in dem diese Tomaten gezogen werden, mit fossilen Heizmitteln beheizt wird. Dann habe ich einen sehr hohen CO2-Anteil, einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Es gibt aber natürlich auch mittlerweile schon CO2-neutrale Treibhäuser. Das müsste ich eben wissen. Also da hoffe ich jetzt ja auf die Deklaration, die kommen soll im Handel, dass man wirklich auch weiß, wie schaut es hinsichtlich ökologischen Fußabdruck, wie schaut das Produkt aus bei der Erzeugung. Und darum regional, saisonal beinhaltet, dass die jetzt Beispiel Tomaten dann halt wirklich auch im Freien gezogen werden und zu der Zeit bei uns reif werden. Dann auch der Aspekt der Verpackung sollte berücksichtigt werden, umweltverträgliche Verpackungen oder Verpackungen so gut es geht zu meiden. Und der Aspekt von fair gehandelten Produkten einerseits jetzt auch mit den ökonomisch benachteiligten Ländern des globalen Südens, glaube ich, ist die politisch korrekte Bezeichnung jetzt für ehemals Entwicklungsländer, aber auch für heimische Landwirte. Wenn Sie an den Milchpreis denken oder wenn ich
grundsätzlich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse hernehme, wie wenig dann der Produzent selbst davon bekommt. Also auch hier natürlich gilt es, faire Preise zu bezahlen. Und diese Aspekte sollten eben über die ganze Lebensmittelkette hinweg betrachtet werden. Das heißt wirklich von Anbau, von der Erzeugung über die Verarbeitung, Vermarktung, Zubereitung im Haushalt oder in der Gemeinschaftsverpflegung bis hin zur Abfallentsorgung. Ja, und da wäre ich jetzt beim ersten Beispiel bei der Goji-Beere, die ja ursprünglich oder auch jetzt noch großteils in China oder Nord-Südamerika, Südasien und Australien angebaut wird. Das heißt, da haben wir schon mal einen sehr weiten Transportweg zu uns und meistens mit dem Transportmittel Flugzeug, was dann auch mehr CO2-Emissionen bedeutet als zum Beispiel per Schiff. Und aus nachhaltiger Sicht betrachtet ist es ein Problem, dass diese Goji-Beere wenig stressresistent ist. Das heißt, ich benötige mehr Pestizide. Und diese Pestizide können jetzt einerseits auch noch im Lebensmittel an sich enthalten sein. Das heißt, dann ist die Frage, welcher positive Aspekt überwiegt, die der wertgebenden Inhaltsstoffe oder die der unerwünschten Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Rückstände von Pestiziden und vor allem jetzt, wenn man auf die Sozialverträglichkeit auch wieder achtet, die Auswirkungen der Erntehelfer oder Arbeiter vor Ort, die ja meistens dann nicht geschützt sind, beziehungsweise diese Pestizide können ins Grundwasser übergehen und können dann bedeuten, hohes Erkrankungsrisiko, gerade auch für Krebserkrankungen, für die Menschen, die dort vor Ort eben auch arbeiten, beziehungsweise wenn die Pestizide verteilt werden und auch ins Wasser übergehen, dann sind sie ja nicht nur in der Goji-Beere enthalten, sondern in Grundnahrungsmitteln für die Bevölkerung vor Ort. Ja, andere Bezeichnungen wären auch chinesische Wolfsbeere oder Boxdorn. Die wertgebenden Inhaltsstoffe wären eben die Polysaccharide. Das sind eben ganz viele Zuckerbausteine, die aneinander gekettet sind, die eben wieder Immunsystem stärkend, antioxidativ wirken können. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Regeneration bei Sportlern verbessert wird, wenn sie eben diese Goji-Beeren auch nach dem Training nehmen oder grundsätzlich in der Sporternährung umsetzen. Und wertgebend sind unter anderem auch die Carotinoide, also diese Farbstoffe, die eben auch antioxidativ wirken. Was ich hier in Farbe dazu geschrieben habe, das heißt aber nicht, dass sie besser sind als andere Obst- oder Gemüsesorten. Man müsste jetzt mit allen möglichen Obstsorten oder Gemüsesorten, vor allem Obstsorten in dem Fall, zum Beispiel diese Studie mit Sportlern durchführen und wird wahrscheinlich erkennen, dass jetzt andere Beeren, in dem die Aronia-Beere her oder die Heidelbeere, wahrscheinlich ähnliche oder gleiche Wirkungen zeigen. Es gibt sie eben in getrockneter Form, sieht man in sehr vielen Supermärkten auch, vielleicht haben sie sie auch schon ab und zu gekauft, entweder ganz oder auch vermahlen. Es gibt sie aber auch als Saft, auch als Kapseln. Und wenn sie von den klimatischen Gegebenheiten bei uns wächst, dann kann man sie natürlich auch frisch vom eigenen Strauch pflücken, dann wäre sie sozusagen ja ein heimisches Superfood. Aber auch das positive Inhaltsstoffe können auch eine gegenteilige Wirkung erzielen. Und zwar, wenn ich sie als Nahrungsergänzungsmittel, als Supplemente hochdosiert einnehme. Da gibt es in Studien auch verschiedene Studien, die zeigen, dass eine überhöhte Aufnahme von Carotinoiden oder Carotinen auch jetzt das Lungenkrebsrisiko erhöhen können. Gerade auch Studien mit Rauchern zeigen das. Was ich jetzt, wenn ich die Goji-Beere so esse, diese Mengen an Inhaltsstoffen wahrscheinlich nicht erreiche, aber gerade diese extrahierten Formen, getrocknet, gemahlen, dann nehme ich einfach eine wesentlich größere Menge zu mir. Also da ist eben auch Vorsicht geboten. Das ist das Gleiche auch bei Soja, bei den Isoflavonoiden, die ich angesprochen habe, die eben auch eingesetzt werden können anstatt
einer Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. Auch hier ist es ganz wichtig, dass man das wirklich mit dem Betreuenden, mit der betreuenden Frauenärztin oder dem betreuenden Frauenarzt bespricht, weil auch hier kann ich, wenn ich zu viel von diesen Kapseln nehme, kann ich eigentlich eine unerwünschte Wirkung haben, also eine gesundheitsschädigende Wirkung. Ja, und die heimische Alternative, die ich schon genannt habe, wäre die Aronia oder auch Apfelbeere genannt. Ich sitze hier ja in Graz und in meinem Heimatdorf St. Anna am Aigen, vielleicht für Weinliebhabern bekannt, ist zum Beispiel ein ganz großes Anbaugebiet für Aronia. Das heißt, so die Südoststeiermark, das Vulkanland hat sich hier auch spezialisiert. Der Vorteil der Aronia ist, dass sie sehr resistent ist gegen Krankheiten und Schädlinge. Sie ist auch winterhart, das heißt, ich habe ihr keinen großen Bedarf an Pestiziden, die ich einsetzen muss. Die Beere ist ein Marosengewächs, kommt ursprünglich aus Nordamerika, aber ist auch in Polen und Russland gezüchtet worden und ist eigentlich in der Volksheilkunde schon lange sehr geschätzt, weil sie unter anderem einen sehr hohen Anteil an Vitamin C auch enthält, aber eben auch an diesen Anthocyanen, auch wieder dieser rote Farbstoff, die eben auch wieder antioxidativ wirken. Und wie Sie hier sehen, hat die Aronia-Beere zum Beispiel die fünffache antioxidative Wirkung im Vergleich zur Heidelbeere. Es gibt ja auch Untersuchungen mit Sportlern hinsichtlich Reduzierung des oxidativen Stress, also gerade nach hohen Belastungen, körperlichen Belastungen. Es gibt auch Untersuchungen, dass die Aronia-Beere oder die Produkte daraus bei Leberschäden positiv wirken können und auch eine blutdrucksenkende und auch eine Lipid, also blutfettstoffsenkende Wirkung aufzeigt. Ich weiß nicht, ob Sie die Aronia-Beere schon einmal pur gekostet haben. Ich habe sie einmal gekostet, ist jetzt kein lukulischer Hochgenuss. Also sie hat einen sehr herben Geschmack durch diese Gerbstoffe, die auch enthalten sind. Und sie wird meistens angeboten in Form eines Saftes, oft gemischt dann zum Beispiel mit einem Apfelsaft oder gesüßt oder als Sirup oder als Marmeladen. Und es gibt sie aber auch getrocknet für Müsli. Aber wie gesagt, da muss man halt auch diesen etwas herberen Geschmack dann mögen. Es hat auch eine Studie gegeben bezüglich Diabetes mellitus, wo man eben beim regelmäßigen Konsum von 200 Milliliter ungesüßten Aroniasaft über 3 Monate eine blutzuckerspiegelsenkende Wirkung gesehen hat. Ich glaube, auch sehr bekannt sind die Chia- oder Chiasamen. Ist eine Salbeigattung aus Mexiko und grundsätzlich Südamerika und auch Australien. Die Chiasamen sind in dieser Novel Food Verordnung beinhaltet als neuartige Lebensmittel. Es laufen im Studien dahingehend bezüglich gesundheitlicher Wirkung. Aus nachhaltiger Sicht sehen Sie aber hier schon aufgelistet, ein Nachteil ist auch hier die teilweise Pestizidbelastung von Chiasamen, wenn sie jetzt nicht aus ökologischen oder biologischen Anbau stammen. Dann die weiten Transportwege und auch das Thema Landraub. Da ist jetzt nicht, dieser Aspekt gilt jetzt nicht nur für Chiasamen, sondern zum Beispiel auch für Avocado und auch für andere Superfoods. Das bedeutet, unser Konsum in den westlichen Ländern an Superfoods ist wirklich schon so gestiegen, dass Flächen in jetzt zum Beispiel Südamerika teilweise auch gerodet werden, also Waldflächen gerodet werden oder Landenteignungen von Kleinbauern stattfinden, um dort unsere Superfoods sozusagen anzubauen. Und das ist bei Chia einfach leider Chiasamen sehr gegeben. Und Landraub, wie Sie wissen, bedeutet ja auch eine Enteignung mit meistens keiner oder einer sehr minimalen finanziellen Abgeltung, beziehungsweise
dass die Bevölkerung dann ihre Lebensmittel oder ihr Essen nicht mehr selbst auf diesem Land anbauen kann, sondern eben Essen, Lebensmittel kaufen müssen. Und aber sie teilweise von diesen kleinen strukturierten Landwirtschaften auch leben, weil sie Produkte auch verkaufen. Und jetzt fehlt ihnen das Einkommen und zusätzlich müssen sie dann auch noch Lebensmittel kaufen, die sie sonst selbst angebaut hätten. Also das wäre so ganz stark jetzt dieser Aspekt der Sozialverträglichkeit. Wertgebende Inhaltsstoffe sind eben diese Omega-3-Fettsäuren, also die ungesättigten Fettsäuren, die für unseren Zellstoffwechsel sehr positiv sind, die vor allem auch wieder zum Beispiel cholesterinsenkend wirken können. Und der hohe Anteil an Ballaststoffen. Und Ballaststoffe haben einerseits eine positive Wirkung auf die Sättigung, auf jetzt eine positive Darmflora, können eben auch wieder krebsvorbeugend wirken, weil sie eben diese Darmflora fördern, eine gesunde Darmflora. Und sie enthalten eben auch essentielle Aminosäuren, das sind eben Proteinbausteine oder Proteinstoffe, die eben essentiell heißt, lebensnotwendig sind und vom Körper selbst nicht produziert werden können, sondern eben durch die Nahrung zugeführt werden können. Und diese Proteine sind eben auch für den gesamten Zellstoffwechsel und für verschiedene Körperfunktionen entscheidend. Aber es gibt eine heimische Alternative dazu, die Hanfsamen aus regionalen Anbaugebieten. Also Österreich bietet da einiges diesbezüglich auch schon an. Was wichtig ist, das THC, also das Tetrahydrocannabinol, dieser rauschverursachende Stoff, ist herausgezüchtet, also darum kann ich hier ganz offiziell die Hanfsamen auch weiterempfehlen und wurden eben auch schon zum Beispiel von den alten Ägyptern oder Chinesen wirklich sehr geschätzt und wurden nicht nur als Zierpflanze verwendet oder die Hanfpflanze, sondern auch als Nutzpflanze. Und auch hier haben wir die wertgebenden Omega-3-Fettsäuren enthalten. Auch die vorhin genannten Proteine sind ähnlich wie bei der Sojabohne und sind leicht verdaulich. Und die Hanfsamen gibt es entweder geschält oder ungeschält. Man kann sie ins Müsli geben oder zum Pesto verarbeiten oder sie werden auch so schon angeboten. Man kann Sprossen daraus ziehen. Es gibt ja auch das Hanföl, das einen nussartigen Geschmack aufweist, das sie dann zum Beispiel für Salat oder Cremen, also alle Speisen, die nicht erhitzt werden, verwenden kann. Es gibt Hanfmehl, kann ich zum Mehl oder als einen Teil des Mehls, als Ersatz eines Teils des Mehls beim Backen verwenden. Und auch gibt es die Hanfsamen als knapper Snack. Ja, und ich habe zu Beginn auch genannt die Kokosnuss, die ja ganz stark im Trend ist. Ich habe das selbst in meinem Bekanntenkreis mitbekommen. Da wurde das Kokosfett vom Kochen bis zur Herstellung eines Deodorants und Körperpflege alles verwendet mit der Kokosnuss. Die Anbaugebiete sind eben, wie Sie wissen, Indonesien, die Philippinen, Indien, Thailand, Mexiko, Brasilien. Also auch hier haben wir wieder sehr weite Transportwege. Und aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit, beziehungsweise hier eben auch Gesundheitsverträglichkeit, muss man sagen, ist die Ernte dieser Kokosnuss sehr kritisch zu betrachten. Denn das Besteigen dieser Palmen, das Ernten der Kokosnuss kann sehr gefährlich sein. Oftmals gibt es nicht wirklich ausreichende Sicherheitsmaßnahmen für die Erntearbeiter, für die Arbeit auf diesen Plantagen oder Plantagen sind es ja meistens. Und wie gesagt, das ist natürlich sehr kritisch zu betrachten. Oder es werden auch dressierte Affen eingesetzt, die die Kokosnüsse von den Palmen holen, wobei hier jetzt meistens dann leider keine artgerechte Tierhaltung gegeben ist.
Und die Alternative zum Beispiel, also ein Beispiel als Alternative, als heimische zur Kokosnuss wäre der Sanddorn. Der Sanddorn wächst teilweise wirklich sogar neben der Straße, oder neben der Autobahn. Ich meine, da sollte man die Früchte natürlich nicht verwenden, weil sie sicher schwermetallbelastet sind. Aber der Sanddorn kommt sehr häufig bei uns vor. Also mir war das lange Zeit gar nicht bewusst. Habe immer gedacht, ah, hübscher Strauch mit diesen orangen Beeren. Ursprünglich kommt der Sanddorn aus Nepal. Er bevorzugt eben kalkhaltigen Sand oder Kiesböden, also drum eben auch der teilweise dann, wie ich genannt habe, am Wegesrand oder Straßenrand. Und er kann vor allem, oder er wächst in sonnigen Lagen in der Ebene, aber auch bis zu 1800 Metern sogar in den Alpen. Und die Inhaltsstoffe hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Und gerade beim Eisenmangel zum Beispiel kann man sehr gut diesen Sanddorn einsetzen, weil gerade für die Aufnahme von Eisen brauchen wir Vitamin C. Und dadurch, dass der Sanddorn so reich an Vitamin C ist, wäre das zum Beispiel auch so eine gute Möglichkeit, die Eisenresorption, die Eisenaufnahme zu verbessern. Da kann ich eben zum Beispiel einen Sanddornsaft zum Essen trinken oder in ein Dessert einrühren oder in einen Joghurt einrühren. Vor allem enthält der Sanddorn aber auch Flavonoide, die wieder gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen wirken. Und warum eben jetzt als Alternative zu Kokosnuss? Weil eben der Sanddorn auch vor allem in den Kernen diese essentiellen Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren enthält, die eben auch diese antibakterielle Wirkung haben, wie beim Kokosfett, vor allem auch im Magen-Darm-Trakt, aber auch bei der Haut. Also Sanddorn kann zum Beispiel auch bei Ekzemen oder Verbrennungen eingesetzt werden und zusätzlich eben auch noch einen gewissen Anteil an Eiweißstoffen, Fruchtzucker und dem Glukose. Und neben den getrockneten oder frischen Beeren, ich habe den Saft schon genannt, kriegt man den Sanddorn auch als Püree oder als Marmelade, auch in alkoholischen Getränken. Oder er wird eben auch Milchprodukten zum Beispiel als Geschmacksstoff beigemengt. Und Sanddornöl kennen Sie vielleicht aber auch aus Kosmetika. Das heißt, man kriegt zum Beispiel auch ein Sanddornöl jetzt als Hautöl zum Kaufen. Ja, und der Ingwer ist ja auch sehr aktuell, vor allem jetzt im Winter wird er sehr gerne angewandt, weil er vor allem gegen die Kälte auch recht gut wirkt und eben auch gegen Erkältungskrankheiten, weil er eben auch einen hohen Anteil an Vitamin C hat und eben auch antioxidativ wirkt, Immunsystem stärkend. Und ich bin jetzt schon vorgesprungen. Der Ingwer hat natürlich auch wieder einen sehr langen Transportweg aus den Anbaugebieten und die heimische Alternative wäre der Kren. Gilt ja auch als eines der, so jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich wollte sagen Genussregionen, aber ist eine Spezialität aus Österreich. Ist sehr Vitamin C reich. Zum Beispiel die Seefahrer haben den Kren ja mitgenommen. Einerseits war er etwas länger haltbar und er hat eben vor Skorbut, eben vor einem Vitamin C Mangel geschützt. Und Sie sehen ja auch noch eine andere Wirkung, die aufgelistet ist, auch als Aphrodisiakum wurde bei den alten Griechen zum Beispiel der Kren schon eingesetzt. Da habe ich keine Studie jetzt gesucht, ob diese Wirkung auch bestätigt ist. Im Kren haben wir eben die Senföle, die eben vor allem auch diesen scharfen Geschmack geben. Und die Wirkung von den Senfölen wird erst dann eigentlich entfaltet, wenn der Kren zerkleinert wird. Aber man beißt ja eh nicht von einer Krenwurzel jetzt runter, sondern der Kren wird ja auch fein gerieben und dadurch kann eben diese Wirkung sich entfalten. Merkt man auch dann am scharfen, stechenden Geruch.
Und vielleicht interessant, so ein frischer Kren, natürlich isst man nicht die Menge dann davon, aber hat den doppelten Vitamin C-Gehalt, wie zum Beispiel eine Zitrone. Und gerade die Zitrone ist immer so bekannt als besonders Vitamin C-reich. Und ein heimisches Superfood möchte ich Ihnen auch noch vorstellen, das vielleicht nicht allen bekannt ist, der Giersch. Diejenigen, die einen Garten haben, werden ihn kennen, aber werden vielleicht ihn eher als Unkraut benennen. Mein Mann sagt immer, es gibt keine Unkräuter, es gibt nur Beikräuter. Und so ist eben auch der Giersch zu sehen. Er ist eigentlich ein Wildgemüse. In der Naturheilkunde wurde er auch als Zipperleinkraut bezeichnet und wurde schon, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren in der Volksmedizin gegen diverse Beschwerden angewandt, auch vielleicht bekannt als Podagra-Kraut, also gegen die Gicht. Und der Giersch enthält einerseits viel Kalium, was eben dann förderlich gegen einen Gichtanfall ist. Kalium fördert immer die Ausschwemmung von jetzt auch harmpflichtigen Stoffen, also Purinen in dem Fall auch, hat einen hohen Vitamin C-Gehalt, wirkt eben auch appetitanregend oder verdauungsfördernd, hat auch eine entzündungshemmende Wirkung. Die ist allerdings wissenschaftlich noch nicht bestätigt, aber es gibt auch noch sehr wenige Studien jetzt zur Wirkung zum Giersch. Und vor allem, er wächst mehr oder minder dann im Garten und er kostet mir nichts und ich kann ihn frisch verwenden wie ein Kräutel zum Salat oder die jungen Blätter wie einen Spinat verwenden. Die älteren Blätter sind aromatischer, die kann ich zum Beispiel anstatt einer Petersilie in der Suppe verwenden oder zu Gemüsegerichten. Man kann den Giersch eben auch fein hacken und wenn man selbst ein Suppengewürz erstellt, einbinden als Zutat. Und man merkt auch, wenn man den Giersch die Blätter zerreibt, dann ist es so, ergibt es einen Geruch so zwischen Karotte, Pastinake und Sellerie. Also von dem her, wie gesagt, eben auch sehr gut für Suppen oder Suppengewürz geeignet. Also den Giersch schätzen Sie ihn, auch wenn er Ihren Garten voll wuchert. Also wir haben auch genug Giersch im Garten. Manchmal muss ihn dann doch etwas dezimieren, aber er ist ein sehr wertvolles Superfood. Und weil ich auch die Phytoöstrogene oder Wechseljahrsbeschwerden schon angesprochen habe, zum Beispiel der Rotklee, der auf der Wiese wächst, enthält eben auch diese Isoflavonoide, also diese Phytoöstrogene und gibt es ja auch als Präparat in Kapselform zum Beispiel zu kaufen, den Rotklee oder beigemischt bei verschiedenen Präparaten, könnte ich jetzt eben auch via Kräutel verwenden. Also sind dann vor allem auch die Blüten, die hier diese Wirkstoffe enthalten. Aber natürlich immer schauen, in welchem Umfeld man jetzt auch dann die jeweiligen Kräuter oder Pflanzen erntet. Ja, wichtig wäre auch, dass diese wertgebenden Inhaltsstoffe sich erst dann voll entfalten oder einen hohen Anteil aufweisen, wenn die pflanzlichen Lebensmittel ausgereift sind. Und vor allem auch sonnengereift sind. Man hat eben gesehen, dass es einen Unterschied macht bezüglich Anteil an diesen wertgebenden Inhaltsstoffen, ob sie wirklich in der Sonne reifen oder in einem Treibhaus. Drum hat die Kräuter wirklich zur Fensterscheibe stellen, dass sie wirklich Sonnenlicht auch bekommen. Und man hat auch gesehen, dass jetzt alte Sorten oder Wildformen von Obstgemüse meistens auch einen wesentlich höheren Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen enthalten, als jetzt hochgezüchtete oder gezüchtete Sorten per se. Ein Tipp, gerade jetzt auch, wo es nicht so viel frisches Obst und Gemüse gibt, vor allem vom Gemüse her gesehen, wären Sprossen oder Keimlinge, die ganz einfach zum Ziehen sind in einem Sprossenglas. Man braucht nur zweimal am Tag sie gut durchspülen, dann wieder aufs Fensterbrett stellen, nicht direkt in die Sonne in dem Fall. Und diese kleinen Sprossen oder Keimlinge haben teilweise bis zu 100-fachen Wirkung oder
hundertfachen Gehalt an Inhaltsstoffen wie eben sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe als das Gemüse an sich. Da wäre so ein Vergleich mit den Brokkolisprossen im Vergleich dann zum Gemüse Brokkoli. Vielleicht auch interessant, ärgern Sie sich nicht, wenn in der Himbeermarmelade Kerne enthalten sind oder Sie brauchen sich die Arbeit nicht antun, wenn Sie eine Himbeermarmelade oder Konfitüre machen, zu schauen, dass Sie die Kerne entfernen, denn gerade in diesen Kernen ist ein sehr hoher Anteil an den Polyphenolen. Das heißt, die sind eigentlich dann die wertgebenden Inhaltsstoffe in der Marmelade. Und das Gleiche gilt auch bei den Weintrauben und den Weintraubenkernen. Sie schmecken zwar nicht immer so gut, wenn man raufbeißt, aber sie haben eben einen sehr positiven Effekt dann auf die Gesundheit. Ihnen ist vielleicht das OPC in den Weintraubenkernen bekannt, weil es eben teilweise auch schon als Nahrungsergänzungsmittel angeboten wird, beziehungsweise es sogar Kosmetika gibt, wo es enthalten ist. Und zwar schützt dieses OPC den Samenkern vom Verderb und diese Wirkung sozusagen, diese antioxidative Wirkung, können wir uns eben auch gesundheitlich zunutze machen. Ja, und was wir grundsätzlich auch von den Vitaminen her immer wissen, ist, dass man Obst, Gemüse, wenn möglich, mit der Schale verzehrt, weil gerade da eben auch oft ein hoher Anteil an diesen wertgebenden Inhaltsstoffen enthalten ist. Da wäre es halt wichtig, dass die Lebensmittel dann auch wirklich frei von Pestiziden sind, also wenn möglich eben auch wieder aus ökologischer Landwirtschaft. Lagerzeit hat einen Einfluss natürlich auf die wertgebenden Inhaltsstoffe und auch der Verarbeitungsgrad. Das heißt zum Beispiel beim Apfel habe ich den höchsten Polyphenolgehalt. Jetzt, wenn ich den Apfel mit der Schale konsumiere, dann wenn ich einen Naturtrüben Apfelsaft daraus mache, habe ich immer noch mehr Polyphenolgehalt als dann im klaren Apfelsaft. Bezüglich Verfügbarkeit für den Organismus von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, wie zum Beispiel jetzt das Carotin. Da wäre es wichtig, dass ich zumindest einen Tropfen Öl dazu gebe. Dann haben diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe auch eine positive Wirkung auf unsere Darmflora und umgekehrt wirkt eine gesunde Darmflora wieder förderlich für die Aufnahme von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und wenn jetzt aber so hoher Eisen- oder Zinkanteil in Lebensmitteln enthalten ist, dann kann die Aufnahme von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gehemmt werden, wobei es hier eben auch unterschiedliche Studien gibt. Und wenn ich jetzt in Summe einfach reichlich Obst, Gemüse isst, dann ist der Anteil an den Stoffen, die ich verwerten kann, immer noch höher. Ja, und da wollte ich Ihnen nur zeigen, weil es oft heißt, nur roh konsumieren. Am Beispiel jetzt von Kohl und Krautgemüse, was man meistens ja eh dünstet, wobei Weißkraut oder Rohkraut ja auch als Salat genießen kann. Es macht durchaus Sinn, auch diese Lebensmittel in gedünsteter Form zu verzehren, weil zum Beispiel einer dieser wertgebenden gesundheitlichen Inhaltsstoffe, die Isothiocyanate, eigentlich nur oder vorwiegend im Körper verwertet werden können, wenn das Krautgemüse zumindest kurz erhitzt worden ist. Also nur kurz und nicht zu hoch erhitzen. Und ein Teil, wenn ich zu lange jetzt wiederum das Gemüse koche, dann gehen diese Glucosinolate vermehrt ins Kochwasser und ich habe weniger dann im Gemüse. Das heißt, eine kurze Kochzeit und eventuell das Kochwasser, wo die Glucosinolate, also diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe enthalten sind, auch mitverwenden, gerade bei einer Suppe oder einer Gemüsesauce. Und das Kauen hat auch einen Sinn, nicht nur bezüglich Verträglichkeit, sondern durch gutes Kauen können zum Beispiel auch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, Inhaltsstoffe überhaupt freigesetzt werden. Zum Beispiel beim Radieschen oder Rucola hier als Beispiel, die kann man dann roh verzehren und durch das Kauen können diese Stoffe
gut aufgenommen werden. Was ich schon genannt habe, hier ist die Folie dazu, die Empfehlungen gehen weg, diese wertgebenden Inhaltsstoffe isoliert zu konsumieren, sondern wirklich im natürlichen Verbund, in der natürlichen Lebensmittelmatrix vom jeweiligen Obst, Gemüse oder auch Getreide. Und sind Superfoods jetzt gesünder als herkömmliche Lebensmittel? Ich glaube, Sie haben es eh zwischen meinen Zeilen auch schon immer wieder herausgehört, zusammengefasst. Sie haben eine Berechtigung, als Superfoods genannt zu werden, weil sie wertgebende Inhaltsstoffe aufweisen. Aber sie können, es kann jetzt nicht ein einzelnes Superfood eine gesunde Ernährung ersetzen, sondern sollte ein Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Wenn möglich, dass man schaut, aus nachhaltiger Sicht auch hier heimische Superfoods zu verwenden. Denn jetzt importierte oder exotische Superfoods kann sein, dass die gar nicht diesen hohen Anteil an den wertgebenden Inhaltsstoffen haben durch den längeren Transport, vielleicht nicht reif geerntet sind. Und hinsichtlich, was ich schon genannt habe, Superfoods, ist bis jetzt eigentlich erst der Granatapfel und die Cranberries von der EFSA, das ist die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, beurteilt worden. Und die EFSA hat diese Produkte zwar als gesund eingestuft, aber nicht besser als andere Obst- oder Gemüsesorten. Und ich schaue auf die Zeit, ich bin schon jetzt drüber, darum werde ich diese Folien nicht mehr explizit besprechen, aber was ich schon genannt habe, diese Pestizidbelastung, es hat eben von Global 2000 mit Südwind und der Arbeiterkammer Niederösterreich hat es eben 2017 eine Untersuchung gegeben, der Superfoods, gerade auch hinsichtlich Pestizidbelastung und Schwermetallbelastung. Und im Grunde wurden 29 verschiedene Pestizide nachgewiesen, davon 6, die in der EU gar nicht mehr zugelassen sind, die eben sehr gesundheitsbedenklich sind. Zweimal wurde der gesetzliche Höchstwert, also wo man noch sagt, okay, bis zu diesem Wert wird wahrscheinlich kein gesundheitlicher Schaden entstehen für den Menschen, wurde überschritten. Es wurden in einer einzelnen Probe, also in einem Lebensmittel oder in einem Gemüse oder einem Obst, wurden bis zu 13 verschiedene Pestizidwirkstoffe gefunden, also ein richtiger Cocktail. Das ist die Frage, welche Inhaltsstoffe haben da dann überwogen, die sekundären Pflanzenstoffe oder die Pestizide. Und Fazit ist, dass man Bioprodukte bevorzugen soll, weil sie eben gerade auch hinsichtlich dieser Belastung mit Pestiziden oder Schwermetallen sicher sind. Das gilt auch für die heimischen Alternativen. Und Sie kennen das Gütesiegel oder die Gütesiegel zum Erkennen von wirklich zertifizierten Bio-Lebensmitteln. Und Bio-Lebensmittel haben auch den Vorteil gegenüber konventionellen Lebensmitteln, dass sie im Grunde zusätzlich einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen. Vor allem in der Vorproduktion, weil die Produktion von Pestiziden einfach schon per se so viel CO2-Emissionen bewirken. Und das wäre eben so dieser Blick aus ganzheitlicher Ebene, das heißt, welche Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit wirken. Und da haben wir eben besprochen, einerseits jetzt sehr stark so diese individuelle Ebene, das wären die Lebensmittel und die Inhaltsstoffe per se, aber eben auch dann die Arbeitsbedingungen, die Umweltbelastung durch Superfoods oder auch das Thema Landraub und Ernährungssicherheit. Das heißt, zusammengefasst, Vorteile für die Gesundheit können Superfoods leisten. Sie haben wertvolle Inhaltsstoffe, sie sind Bestandteil grundsätzlich einer gesunden Ernährung, aber was fehlt, sind eben Langzeitstudien und vor allem die Komplexität der verschiedenen
Nährstoffe miteinander, dann die Form der Verabreifung, vor allem aus nachhaltiger Sicht, der Eingriff in die Natur, also was wir auch angesprochen haben, Boden, Wasser, Luft. Zum Wasser, kurze Ergänzung noch, Avocados, die ja auch sehr beliebt sind als Superfoods, haben einen enorm hohen Wasserbedarf und werden gerade in Ländern angebaut, wo das Wasser sehr kostbares und rares Gut ist. Das heißt, teilweise steht der Bevölkerung vor Ort dann gar nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung, weil es für den Anbau unserer Superfood, in dem Fall der Avocado, genutzt wird oder benötigt wird. Ja, und sinnvoll eben, was wir auch schon genannt haben, regionale Lebensmittel wählen. Auch vielleicht mal zu den sogenannten Wunderlingen, Misfits greifen. Das sind eben die Obst-Gemüsesorten, die nicht der Norm entsprechen, vom Äußerlichen, sind genauso hochwertig, oft sogar reich an Inhaltsstoffen. Und die anderen Aspekte habe ich schon erwähnt. Und Fazit wäre, wenn ich mich an der Ernährungspyramide, an den Empfehlungen zur gesunden Ernährung orientiere, decke ich oder nehme ich sehr viele dieser heimischen Superfoods auf. Und je vielfältiger, je bunter, desto besser. Und mit dieser gesunden Ernährung kann ich zudem, ohne dass ich noch sonst auf irgendetwas achte, auch schon allein durch die Umsetzung der Ernährungsempfehlungen schon an die 22% Treibhausgase reduzieren. Und wenn es Sie interessiert, dann empfehle ich Ihnen auch noch die Planetary Health Diet, die von der Eat Lancet Kommission erstellt wurde und mit den Aspekten eben einerseits die menschliche, die individuelle Gesundheit zu fördern, zu erhalten, aber auch die des Planetens, also im Sinne auch der Umwelt, ähnelt sehr unseren Ernährungsempfehlungen in Österreich und Deutschland, wobei der Anteil an Hülsenfrüchten noch höher ist und an Nüssen und der Anteil an Milchprodukten geringer ist, als derzeit noch bei uns in den Empfehlungen steht. Fairer Handel habe ich schon angesprochen, dass ich auch neben Bioprodukten vielleicht auf diesen Aspekt achte. Genau, und jetzt mit viel Überzug. Stehe gern noch für Diskussionen oder auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Krack. Ich fand das herrlich. Also Sie haben wirklich überzogen, aber also ich weiß nicht, wie es die anderen in die Runde geht, aber ich finde es eigentlich sehr verlockend, wenn man mal so tief zu Ernährungssachen und auch von Fachexperten. Also ich rede eigentlich nicht jeden Tag mit Diätologin.